Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, wer meinen Kanal nicht kennt oder mich nicht kennt, ich bin Sebastian, der kleine Kerl hier ist Ben und ja, der muss meistens dabei sein, wenn ich hier in meinem Büro was aufnehme und ja, jetzt hat er sich gefreut, mal wieder dabei zu sein. Viele Leute kennen ihn vielleicht, andere noch nicht. Ja, heute geht es nicht um Gameplay oder um ja, VR-Hardware an sich, sondern ich habe ein kleines Paket von WannaDev bekommen. Und WannaDev sind die Entwickler von Propagation Paradise Hotel und ja, wie ich es in meinem Video schon gesagt habe, der Name Paradise Hotel, der ja, täuscht ein bisschen, weil das Hotel ist alles andere als Paradise, aber es ist ein verdammt geiles Horror-Game, muss man ganz klar sagen. Und ich freue mich jetzt echt, dieses Paket hier zu öffnen mit euch. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich wollte mich echt überraschen lassen und ja, habe auf jeden Fall schon mal den Aufkleber hier oder das Tape ein bisschen ja, angecuttet, damit ich das Paket auch öffnen kann. Ja, ich wurde natürlich schon vorab informiert, weil ich musste meine Adresse natürlich auch an WannaDev weitergeben, ob die mir was schicken können. Und na klar, ich freue mich immer mega darüber. Thank you, WannaDev, for this package. Und ja, ich bin gespannt, was drin ist. Und wer das Game noch nicht gesehen hat oder mein Gameplay, ich werde es auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen und ja, in die Infobox auch auf jeden Fall. Und am Ende vom Abspann werde ich das Video auch nochmal oder die Videos nochmal anreihen. Ich habe es einmal im Livestream gespielt mit PC VR und dann habe ich nochmal zuletzt die PS VR 2 Version getestet und die ist auch nochmal ein bisschen verbessert worden. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal hier ran. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Also hier steht schon mal, ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn der Ben mich lässt. Thank you. Der Ben, der will echt schmusen. Also auf jeden Fall habt ihr es jetzt schon mal hier gesehen. Also ein Promotion Pack auf jeden Fall. Sie freuen sich oder sie hoffen, dass es uns gefallen hat, Paradise Hotel zu zocken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt richtig Schiss gehabt in dem Gameplay und deshalb habe ich es auch noch nicht weitergespielt, da muss ich ganz ehrlich sein, aber es ist ein geiles Spiel. Und wenn ich in einem Horrorspiel nicht weiterspiele, dann ist es schon echt verdammt gut gemacht, weil ich habe ja auch andere Horrorspiele ja, bis zum Ende gezockt, aber das habe ich mich bisher noch nicht so ganz getraut. Na gut, gehen wir mal weiter. Und ja, hier haben wir ein kleines Blood Paradise Hotel. Und das kann man auch noch aufklappen. Und ja, hier haben wir eine kleine Erklärung vom Hotel, wann es gebaut wurde, mit dem Personal und so weiter und so fort. Und in dem Game geht es hier darum, dass eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und wir sind in einem Hotel eingeschlossen und ja, suchen unsere Schwester. Also wir spielen einen weiblichen Charakter und wir müssen bis ganz nach oben ins Hotel. Wir sind im Erdgeschoss, um unsere Schwester zu finden. Ja, also das liegt dabei. So Ben, jetzt kommt's aber, oder? Boah, und ich meine, ihr könnt es jetzt nicht riechen. Hier ist auf jeden Fall Seife drin, das riecht man. Oh, da sind noch mehrere Sachen drin. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ein kleines Handtuch mit dem Logo hier Paradise Hotel. Ah, richtig geil. Und das riecht auch nach der Seife. Mega. Echt cool. Freue ich mich total drüber. So, das auch nochmal weg. Der Ben wird es auch nochmal inspizieren. Das werdet ihr jetzt nochmal sehen. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Ah, guck mal, hier so ein kleines Pinchen, um Hochprozentiges zu trinken, auch mit dem Paradise Hotel Logo. Geil, mega. Hätte ich jetzt eigentlich mir einen kleinen Whisky oder so hier hinstellen müssen, dann hätte ich den jetzt hier noch trinken können. So, dann haben wir hier ja, so einen Anhänger. Normalerweise stehen ja in Hotels dann immer die Zimmernummern drauf, ne? Also so ein Schlüsselanhänger, wo dann die Zimmernummer draufsteht. Hier auch mit dem Paradise Hotel Logo. Auch ziemlich cool. Was haben wir sonst noch hier?
auch nochmal so ein kleiner Schlüsselanhänger. Propagation Paradise Hotel. Cool. Und die haben echt super viel richtig gemacht bei Paradise Hotel. Also echt cool gemacht. So, hier haben wir noch eine Tragetasche, so wie es aussieht. Ja, ja. Auch mit dem Propagation Paradise Hotel Logo drauf. Ja, kann man immer gebrauchen, ne? Kann man immer gebrauchen, sowas. Vielleicht, um eine VR-Brille zu transportieren. So. Was jetzt richtig geil ist. Diese Lampe, die auch im Spiel dabei ist. Leider jetzt keine Batterien drin, aber ich mache die mal auf. Die kann man hier aufklappen. So eine alte Lampe, wie man von früher kennt. Ach, sogar mit Ersatzbirne dabei. Und ich müsste jetzt echt gucken, was für Batterien hier überhaupt reinkommen. Weil hier hat man dann den Batterieslot. Okay. Müsste ich mir nochmal genau anschauen, was hier jetzt für eine Batterie reinkommt. Ich meine, ich bin Elektriker, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, was für eine Batterie da reinkommt. Aber gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall echt cool. Für jede Zombie-Apokalypse, ne? Unbedingt behalten. Was sagst du, Ben? Ist okay, oder? Also Ben findet es auch okay. Also wenn Ben schon sagt, ist okay, Sebastian, dann machen wir echt nichts falsch. Oh ja, hier haben wir die Seife. Was sagst du, Ben? Also hier ist die Seife, ist leider ein bisschen angeeckt. Ja, kann natürlich beim Transport passieren, aber auch richtig cool. Also man findet ja auch, im Spiel liegt ja überall in Badezimmern und so sowas rum, Seife und vom Hotel. Ja, geil. Also ein zweites Stück Seife. Und der, ich weiß jetzt nicht, was es ist für ein Geruch. Also ist auf jeden Fall von, jetzt muss man auch nochmal natürlich Werbung machen für den Laden, der das hier gesponsert hat, ne? Artisan Soaps. Sehr cool. Aber ich komme nicht auf den Geruch, aber riecht nicht schlecht, finde ich. Also hat was. So. Hier noch ein kleiner Aufkleber, Paradise Hotel. Auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir hier. Das ist auch cool, das findet man natürlich auch im Spiel. Ach, jetzt muss ich mal kurz das Paket hier. So, stelle ich das mal kurz hier hin. Das ist genau das Polaroid, was man auch im Spiel findet. Ashley und Emily, das sind die beiden Schwestern. Auch mega. Also wenn man das Spiel gespielt hat und dann hat man das hier in der Hand. Echt cool. Ja, und dann haben wir hier so ein, oh, noch einen Aufkleber mit dem Logo. Ein paar, ja, Postkarten, Fotos, was auch immer. Mit Screenshots quasi, ne? Hier sieht man, wie man aus einer Tür rausguckt und da steht der Zombie hinten. Das ist noch dabei. War aber ein gruseliges Foto. Ja, echt, echt mega. Also ich freue mich immer, wenn man als Dankeschön. Also ich habe Propagation, als noch kein Paradise Hotel gab, habe ich Propagation ja schon gezeigt auf meinem Kanal und war relativ einer der ersten, der da auch Kontakt mit dem Entwicklerstudio WannaDev aufgenommen hat. Und ich fand es von Anfang an ein richtig cooles Entwicklerstudio, weil die haben echt vieles richtig gemacht. Und ja, jetzt bei Propagation Paradise Hotel haben die halt alles ja richtig gemacht, meiner Meinung nach, wenn man Horror-Fan ist. Und ja, vorher gab es ja Propagation, das war auch ein Horror-Shooter, aber man konnte sich nicht bewegen, man stand wirklich auf der Stelle, ist sogar kostenlos, der Singleplayer. Und wenn man es im Koop spielen möchte, muss man, ich glaube, es waren 5 Euro, 5 Euro bezahlen und dann konnte man das im Koop spielen, dann muss man nicht so viel Angst haben, aber das war auch grafisch richtig, richtig gut und
Ja, grafisch war Paradise Hotel dann nicht mehr so stark, also so gut wie Propagation, aber trotzdem immer noch schön anzusehen, muss man ganz klar sagen. Auch die neue PSVR 2-Version, super. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie gesagt, schaut euch immer gerne das Video an von mir. Und ja, wenn es dann für euch was ist, ja, unbedingt zocken, da gibt es eigentlich gar nichts. Könnt ihr auf Steam VR, PSVR 2, ich glaube sogar für die Quest ist es ja raus. Und ja, da könnt ihr euch schön gruseln und Spaß haben, sage ich einfach mal, im Paradies. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen. Also ich teile sowas super gerne mit euch, weil sowas sieht man ja auch nicht alle Tage. Und hier noch meine Kaffeetasse, ja, von Immer VR, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ein cooler, ja, auf der MetaQuest ein cooler, ja, 360 Grad, 180 Grad Viewer, sage ich mal, Foto-Viewer. Und ja, richtig cool gemacht, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Werde ich auch mal unten in die Beschreibung packen, das Video von mir. Schmeckt der Kaffee auch gut raus. Ja, Leute, ich sage mal jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt einmal auf Abo-Button drücken würdet. Und ja, auch den Ben zuliebe, ne, mich unterstützen würdet, damit der Kanal auch genug Geld abwirft, damit der kleine Kater da essen kann. Nee, Spaß beiseite. Also der Kanal ist so klein. Also wenn der mal Gewinn abwerfen würde, wäre es echt top. Dann hätte ich jetzt auch schon die MetaQuest 3 für euch präsentieren können. Ist leider nicht der Fall. Von daher muss man da ein bisschen auch ja, Bescheidenheit walten lassen, wenn man so ein bisschen sein Konto begutachtet. Da muss man ein bisschen auch sparen, bis man sich dann was leisten kann. Ja, Leute, auf jeden Fall, ich finde das Package hier richtig cool. Ich muss noch mal die Seife riechen. Werde ich nachher direkt ausprobieren, glaube ich. Auf jeden Fall cooles Package. Thank you, WannaDev, for this promotion package. Nice to have. Und Dankeschön fürs Zuschauen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.